Hallo und herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Sony hat nun endlich den TA-AN1000 AV-Receiver auf den Markt gebracht. Wir haben schon sehr lange drauf gewartet. Es gibt auch schon viele englischsprachige Reviews, die wirklich diesen AV-Receiver in höchsten Tönen gelobt haben. Und auch wir können hier auf jeden Fall sehr viel Positives berichten. Wir haben hier einen AV-Receiver in der unter 1000 Euro Preisklasse mit Funktionen, die Mitbewerber, andere AV-Receiver gar nicht besitzen. Der hat also auch wirklich ganz viele tolle neue Features mit am Start, die diesen AV-Receiver wirklich besonders machen. Und deshalb werden wir heute für euch den Sony AN1000 bis ins kleinste Detail testen und ausführlich vorstellen. Und um nicht zu viel zu verraten, dieser AV-Receiver kann tatsächlich auch drahtlos Dolby Atmos Surround Lautsprecher einbinden. Also macht euch gefasst auf den AN1000, denn dieser liefert wirklich in der Preisklasse bis unter 1000 Euro richtig ab. Bevor wir zu den richtig interessanten Funktionen des AN1000 kommen, sprechen wir nochmal über die grundlegende Ausstattung, dass wir hier alle auf demselben Stand sind. Der AN1000 verfügt an der Vorderseite über die klassischen Anschlüsse, Direktwahltasten, Inputregler. Auf der Rückseite des AN1000 finden wir die üblichen AV-Receiver-Anschlüsse vor. 6 HDMI-Eingänge und 2 HDMI-Ausgänge hat der AV-Receiver. 2 von den HDMI-Eingängen sind auch HDMI 2.1 klassifiziert. Hier können wir also auch aktuelle Spielekonsolen etc. anschließen. Auf der unteren Ebene finden wir dann die digitalen und analogen Eingänge vor. Hier vermisse ich nur schmerzlich den Anschluss eines Schallplattenspielers, also ein Phono-Eingang fehlt leider. Das lässt sich natürlich über Phono-Vorstufen ganz einfach regeln. Auf der rechten Seite finden wir dann die Lautsprecherklemmen vor. Hier können wir dann unser 7-Kanal-Lautsprechersystem anschließen. Und natürlich haben wir hier auch WLAN-Antennen vorhanden. Das bedeutet, der AV-Receiver lässt sich nicht nur per LAN-Kabel, sondern auch wireless ins Netzwerk einbinden und verfügt deshalb natürlich über alle gängigen Smart-Features wie AirPlay, Chromecast und auch alle Sprachassistenten sind hier vorhanden. Wir haben hier also einen vollumfänglich smarten AV-Receiver. Und jetzt können wir auch schon zu den ganzen spannenden Features des AV-Receivers kommen, die ihn wirklich so besonders machen. Der Sony AN1000 ist also auch vollgepackt mit intelligenten Algorithmen und vielen Features, die hier für ein wahnsinnig gutes Klangerlebnis sorgen, ganz besonders in dieser Preisklasse. Sony gibt uns hier eine tolle Auswahl an Surround-Programmen mit an die Hand, die wir auswählen können, um alle Bedürfnisse für den Filmbetrieb und auch für den Musikliebhaber erfüllen zu können. Zum Beispiel der Spatial Audio Upmixer sorgt einfach nochmal für mehr knackige Surround-Effekte oder auch der Pure Direct Modus, da schaltet sich der AV-Receiver sozusagen ab und fokussiert sich nur auf die reine Musikwiedergabe. Alles nur mit einem simplen Knopfdruck, mit der Auswahl des beliebigen DSPs nach eigenem Gusto hat man hier also genau das Erlebnis, was man sich wünscht. Weitere hilfreiche Features sind hier auch zum Beispiel der Dialog Lift von Sony. Diese Funktion hilft euch dabei, die Wahrnehmung eines sehr niedrig gelegenen Senders weiter nach oben zu setzen, dass die Stimme aus dem Center-Lautsprecher zum Beispiel mehr aus der Mitte eures Fernsehers kommt als unten aus dem Sideboard. Sehr, sehr hilfreich. Euer Lieblingspreset könnt ihr hier auch direkt per Taste auf der Fernbedienung abrufen und habt somit immer Zugriff auf eure wichtigste Einstellung. Die anderen Presets kann man über das AV-Receiver-Menü einsehen und auswählen. Und wo wir gerade bei der Fernbedienung sind, Sony liefert hier eine kleine, übersichtliche und sehr hilfreiche Fernbedienung mit, die über alle notwendigen Direktwahltasten verfügt. DSPs und auch andere Funktionen lassen sich hier also direkt auswählen und abrufen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsfeature des AN1000, denn wir können hier drahtlos Surround-Lautsprecher einbinden. Und das sind die RS5-Lautsprecher von Sony. Und das sind nicht nur einfache Surround-Lautsprecher, denn die haben hier auch eine Dolby Atmos-Einheit integriert, die über die Decke reflektieren. Diese Lautsprecher haben sogar einen Akku integriert, man kann sie also am Netzteil angeschlossen lassen oder bei Bedarf einfach rausholen, auf den Anschaltknopf drücken, auf die beliebige Position stellen und schon hat man hier ein Dolby Atmos Surround-System.
ohne Aufwand. Und das, finde ich, ist ein absolut tolles Feature. Ich zu Hause habe zum Beispiel nur ein Stereosystem mit zwei Lautsprechern und könnte jetzt bei Bedarf zwei von diesen RS5 Lautsprechern einfach hinten aufstellen und mache aus einem 2.0 ein 4.0.2 System. Die 0 steht für 0 Subwoofer und auch da hat Sony vorgesorgt. Wir können also auch hier den Drahtlos-Subwoofer von Sony mit einbinden, der SASW5. Dann hätten wir ein 4.1.2 System und alles drahtlos außer unsere Frontlautsprecher. Und das ist mal so ein richtiges, modernes, smartes Heimkino, wo ich nicht mehr lange Kabelwege habe und mit kleinen Lautsprechern schon für ein riesiges Klangerlebnis sorgen kann. Und wem der SASW5 von Sony nicht genug ist, denn hier geht Subwoofer technisch in der Performance noch ein bisschen mehr, der könnte zum Beispiel sich einen SVS SB2000 Pro zulegen, denn bei SVS gibt es auch ein externes Wireless-Kit und somit sein Wireless-Heimkino nochmal auf das nächste Level heben. Der Sony AN1000 verfügt also nicht nur über viele hilfreiche Funktionen, sondern auch über einen hervorragenden Heimkinoklang. Der AV-Receiver wird hier ausgeliefert mit einem Mikrofon und dem entsprechenden Ständer, um dieses Mikrofon zu befestigen. Und dann kann man an seiner Sitzposition tatsächlich auf zwei Ebenen einmessen, damit der 3D-Klang für die ganzen 3D-Audioformate wie Dolby Atmos richtig zur Geltung kommt und bei uns am Zuschauerplatz auch wirklich hervorragend funktioniert. Und an der Stelle muss ich nochmal auch erwähnen, dass hier sogar die Möglichkeit besteht, die Wireless Surround Lautsprecher mit einzumessen und sogar die Pegel der Dolby Atmos Einheit sowie der Surround Lautsprecher Einheit separat zu bedienen. Also die Wireless Lautsprecher werden hier von Sony wirklich perfekt integriert und die Einmessung funktioniert natürlich auch mit eurem 7-Kanal-System als auch eben mit den Wireless Lautsprechern. Aber Achtung, der AN1000 kann maximal 7 Kanäle verarbeiten und das bedeutet, dass die drahtlosen Surround-Lautsprecher die sonst kabelgebundenen Lautsprecher einfach nur ersetzen können und die drahtlosen Lautsprecher können somit nicht zusätzlich zu den 7 Kanälen hinzugefügt werden. Ihr möchtet jetzt bestimmt wissen, wie der AN1000 im Filmbetrieb und im Musikbetrieb klingt und das konnte ich ausführlich testen. Ganz besonders im Kinobetrieb zeigt der AN1000, was er wirklich drauf hat. Ich habe sehr, sehr gerne den 360 Spatial Audio Decoder aktiviert, weil der nochmal die Surround-Effekte ganz besonders aufarbeitet und für mehr Präzision sorgt. So klare und ja auch sehr direkte Surround-Effekte habe ich selten von einem AV-Receiver gehört und mit Sicherheit noch nicht in so einer Preisklasse. Der Filmbetrieb macht also wahnsinnig viel Spaß. Wir haben sehr verständliche Dialoge, präzise Effekte und generell eine tolle Räumlichkeit, die hier herausgearbeitet wird. Und im Musikbetrieb zum Beispiel, da wünsche ich mir immer einfach auch einen klassischen Stereoklang. Da schalte ich also in den Pure Direct Modus, dann schaltet auch das Display ab und der AV-Receiver fokussiert sich rein auf die Audiowiedergabe. Und der AN1000 ist ein sehr ausbalancierter, sehr neutraler AV-Receiver. Hier ist also keine Wärme vorhanden, aber auch keine analytischen Eigenschaften sind hier vorhanden. Das bedeutet, er klingt einfach wirklich sehr nüchtern und sehr geradlinig, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Der Sony klingt auch an wärmeren Lautsprechern, wie zum Beispiel einer DALI Opticon, einer DALI Oberon oder zum Beispiel einer Monitor Audio Bronze sehr, sehr ausgewogen. Die genannten Lautsprecher sind schon ein bisschen auf der wärmeren Seite und können dann auch hier ihre Stärken ausspielen, ohne dass der AV-Receiver zu viel Eigencharisma mit in diesen Klang reinmischt. Sony ist also definitiv ein richtig schöner, neutraler, präziser und dynamischer AV-Receiver, der weder zu viel in die Wärme noch zu viel in die Analytik hier abdriftet. Wenn ihr den AN1000 von Sony auch mal live erleben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unten in der Videobeschreibung den Link klickt und einen Termin bei Heimkinoraum vereinbart. Andernfalls könnt ihr uns natürlich auch gerne anrufen und uns eine E-Mail schreiben.
Sony liefert hier mit dem AN1000 definitiv richtig ab. In der Preisklasse für unter 1000 Euro ist das der bestklingendste AV-Receiver, was die Audioeffekte, was das Filmerlebnis anbelangt. Überzeugt euch also gerne selbst, kommt mal vorbei. An der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.